Es ist der erste industriell geführte Krieg. Er wird zum Kampf verfeindeter Volkswirtschaften. Die Zerstörungskraft resultiert aus einer rasanten Entwicklung der industriellen Moderne. Der Einsatz der Steinkohle wirkt als Beschleuniger. Das ist die diabolische Seite der Kohle, die eben zur Menschenvernichtung führt und die man immer mitdenken muss, wenn man über das Zeitalter der Kohle nachdenkt. Das Deutsche Reich verliert den Krieg. Im November 1918 bricht eine Revolution aus. Der Kaiser muss abdanken, das alte wilhelminische System wird abgeschafft. Deutschland wird eine Demokratie. In dem Umsturz kämpfen die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte für ihre Ideale. Wie viel Macht soll tatsächlich vom Volk ausgehen? Auch die Bergleute machen sich Hoffnungen. Nach den Unterdrückungserfahrungen des Kaiserreichs waren die Erwartungen der Bergarbeiter, dass nun alles besser werde in der Demokratischen Republik. Im Januar 1919 findet dann eine große Streikwelle statt für die Sozialisierung des Bergbaus. Unter Sozialisierung verstehen Arbeiter, dass die Gruben in die Hand des Volkes übergehen. Doch die neue sozialdemokratische Regierung erfüllt den Wunsch der Bergarbeiter nicht. Es gibt keine Sozialisierung. Die Bergleute sind enttäuscht und nehmen ein Jahr später die Sache selber in die Hand. Im März 1920 kommt es im Ruhrgebiet zu einem Aufstand. Es entsteht binnen weniger Tage die Rote Ruhrarmee. Die Rote Ruhrarmee hat bis zu 50.000 Soldaten oder Angehörige gehabt. Das sind ganz normale Leute, die mit der Knarre in der Hand jetzt gegen Reichswehreinheiten antreten. Also eine völlig irre Situation eigentlich. Die Bergleute wollen endlich mitbestimmen. Der Erfolg der Aufständischen ist durchschlagend. Bis Ende März 1920 wird das ganze Ruhrgebiet besetzt, innerhalb von nur 2 Wochen. Doch die Reichsregierung in Berlin reagiert mit aller Härte, schickt mehr Truppen. Es ist eine Übermacht. Verbände der Reichswehr und Freikorps, in denen viele rechtsradikalisierte Soldaten dienen. Der Ruhraufstand dauerte nur einen Monat. Er ist nach dem Bauernkrieg im Mittelalter der größte bewaffnete Aufstand, den es je in Deutschland gab. Heute ist er nahezu vergessen. Über 1.000 Menschen verloren damals ihr Leben.